Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Das nächste Spiel in der Runde ist jetzt wieder Harvest Seasons, bei dem ich noch nicht entschieden habe, wie lange es jetzt tatsächlich noch dabei bleibt. Inzwischen bin ich jetzt in der vierten Jahreszeit angekommen. So, jetzt erstmal meine 8 Stunden wieder einsammeln und natürlich ein Major Level Up. Und okay, ich soll jetzt wieder 5 Dungeon Floors erledigen, was tatsächlich ein ziemliches Problem darstellt, das innerhalb eines Tages zu schaffen, weil ich inzwischen schon wieder relativ weit im Dungeon bin. Also ich habe jetzt, glaube ich, keine Diamanten dabei gehabt oder keine Gems. Im Moment ist es so, dass die Strategie, die für mich am prägnantesten ist, zu sagen, okay, ich gehe erst den Dungeon, Maximallevel ist 200, gehe erst den Dungeon durch, weil mindestens bei den Bossen, da habe ich eine ziemliche Garantie, dass ich Gems bekomme. Bei den anderen Leveln gibt es anscheinend eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, aber auch eine Wahrscheinlichkeit, dass Gems gedroppt werden. Und das ist halt die einzige Quelle im Spiel, neben den Dailies, wo es halt jeweils 25 gibt, wo doch eine ganze Menge an diesen Edelsteinen halt bekommen werden können. Und deswegen habe ich nämlich inzwischen auch mich bei den Updates hier darauf konzentriert, dass ich inzwischen zum einen die Dungeon-Zeit verkürzt habe. Das heißt inzwischen auf, also um 20%, was ich bei den Laufzeiten aktuell, wenn sie denn kürzer sind, inzwischen bemerkbar macht, auch wenn man es hier leider nicht sehen kann. Also ich habe jetzt gerade die 3 gestartet und es dauert über 10 Stunden, also 10,5 Stunden, bis die durchgelaufen sind. Deswegen wird es für die Dailies, obwohl ich jetzt natürlich die zählen jetzt gar nicht. Das heißt, die müssen sogar neu abgeschlossen werden. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das heute noch klappt, weil ich ja in 10,5 Stunden schon für die 3 Level benötige und somit keine 5 mehr schaffen kann. Aber soweit ich das verstanden habe, wenn man die Daily schon mal angefangen hat zu schaffen, dann bleibt die wahrscheinlich auch bis morgen erhalten und dann könnte ich morgen das tatsächlich noch abschließen. Also mal sehen. Ich muss heute Abend nochmal reingucken, ob das dann schon gilt, ob das einzelne Level, was schon abgeschlossen ist, dann schon angerechnet wird oder nicht. Auf jeden Fall eben hier das eine und das zweite ist dann inzwischen auch noch die Rivalzeit weiter anzuheben. Weil so das letzte, was ich in Erinnerung habe, es waren auf jeden Fall über 70 Diamanten oder 70 von diesen Edelsteinen. Und das glaube ich mit 2 Drops, das heißt über 140 Edelsteine, die ich von so einem Bosskampf bekommen habe, aber die relativ selten sind. Die sind anscheinend auch nicht so linear, dass die alle 10 Level oder wahrscheinlich tauchen sie alle 10 Level auf, weil ich sehe hier immer nur 3 und deswegen kommt es mir dann so selten vor, weil die halt nur alle 2 Tage irgendwie mal wieder auftauchen, wenn ich es oft genug starte und ja, 2-mal am Tag tatsächlich schaffe, solche Dungeons loszutreten. Deswegen, dadurch, dass das eben die Quelle ist, ist es nicht so sinnvoll, immer nach 50 Leveln, ab dem ja dieser Prestige möglich wäre, immer gleich weiterzugehen. Und was es eben auch nicht sehr lohnend macht, ist, ich habe in der Season davor, also in der Herbstseason, war ich irgendwo bei 250 wahrscheinlich, weil ich glaube, es steigt um 20 und 25 Punkte oder so. Und das macht es halt hier an der Stelle schon ein bisschen schwierig, einen Grund zu haben, schon vorher zu resetten, weil ich natürlich hier, obwohl ich jetzt schon wieder 178 erreicht habe, überhaupt keinen Effekt sonst davon habe. Außer, dass ich halt darauf verzichte, meine Dungeon Level und damit die Quelle für diese Gems zu nutzen. Ansonsten hier eben die jeweils 5 Einkäufe, die man jeden Tag machen kann für diese 3 Ressourcen jeweils. Und natürlich die Blueprints. Wo ich jetzt hoffentlich dann bald den 100. oder das 100. Mal Blueprints gekauft habe. Und ja, okay, die werden noch teurer, weil ich habe mir extra schon 500 aufgehoben, weil ich hier halt schon gesehen habe, dass einige, dass so ein 50er 500 gekostet hat. Jetzt kostet der natürlich 1000. Und das ist natürlich auch noch für das große Theater. Das wäre natürlich ganz praktisch. Weil im Moment habe ich nur noch vor, die Blueprints oder zumindest diese 50er-Pakete, weil die anderen mir zu teuer sind, zu kaufen, entweder für die Ressourcenteile. Da hat es ja bisher nur einmal geklappt. Okay, das sehe ich hier nicht, das muss ich hier anschauen. Also der Wald, da habe ich einmal das 50er-Paket bekommen. Ansonsten seht ihr, dass hier recht wenige Blueprints dabei sind. Und mal gucken, dann gehen wir es hier mal durch. Hier sind inzwischen 2, 4, 6, 2 zugeordnet. Da wäre es natürlich praktisch, so ein 50er-Paket dazu zu bekommen.
Aber ihr seht, ich kann es mir aktuell nicht leisten, weil dazu muss ich dann tatsächlich noch mehr von diesen Gems ansparen und die nicht zu früh dann ausgeben. Weil sonst habe ich die eben ausgegeben 300 für einen Skillpoint, den man jetzt hier bekommen kann. Weil Skillpoints ist, glaube ich, auch möglich, den über den Dungeon zu bekommen, auch wenn ich schon lange keinen mehr gesehen habe. Vielleicht ist es auch rausgenommen und man kann dann letztlich nur noch hier über diesen Weg tatsächlich zusätzliche Skillpoints bekommen, wenn man halt das nicht über dieses Prestige macht. Aber deswegen, das Resetten der Jahreszeiten macht im Moment so ziemlich wenig Sinn, weil man sich damit dann die Vorteile, die man halt in einem Durchlauf bekommen kann, weil es gibt keine Möglichkeit bisher, den Dungeon, während man in einer Season ist, zurückzusetzen. Wenn das ginge, dann würde ich einfach bis zum 10. oder 20. Jahr, ich glaube 10. ist aktuell das letzte, durchrushen, um dann eben die Achievements dafür zu machen, weil für jedes Jahr, das man abgeschlossen hat, gibt es eine weitere Errungenschaft. Leider ist die Übersicht, die sie hier eingebaut haben, ziemlich unübersichtlich. Zum einen, weil sie es schlecht scrollen lässt, weil der Scrollbalken, ich keine Ahnung, warum der so groß ist, aber jedenfalls, weil normalerweise, also hier, das sind endlose Errungenschaften, die man ja auch bei Steam anschauen kann. Da werden wir gleich mal rüber wechseln, weil die 100, also es sind 428 Errungenschaften, die hier letztlich aufgelistet sind und die jeweils auch von diesen Gems was eingebracht hätten. Aber ihr seht, das hier durchzulaufen ist an der Stelle umständlich bis schwierig, weil es kaum möglich ist, da so eine bestimmte Stelle zu sehen. Und das, was eben auch hier nicht wirklich weiterhilft, ist, ich habe keinen Fortschritt, aber das ist das Problem, was ich leider auch bei Steam habe. Deswegen werde ich jetzt gerade mal das trotzdem bei Steam aufmachen und dort die Steam-Infos einblenden. Also klar, hier die klassischen mit den paar Buildings und so weiter, das war alles easy peasy. Das war kein Problem, das zu machen. Auch dass hier das erste Mal die ganzen Sachen dort freigeschaltet wurden. So, deswegen, das war soweit ziemlich linear. Das heißt, hier bin ich jetzt inzwischen bei 1, 2,5 bis 100 Millionen Magic. Also die Ressourcen selber habe ich schon relativ hohe Werte erreicht, aber es geht natürlich noch ziemlich weit. So, also die Building Request, da soll ich insgesamt 10 Millionen erfüllen. Das heißt, ich muss, da ich jetzt 10 auf einmal erfüllen kann, 10 Millionen, also beziehungsweise 1 Million mal so ein 10er-Dings erfüllt haben. Was dann auch noch ist, die Harvest-Sachen, da gelten anscheinend doch nicht unbedingt die Sachen, die automatisch eingesammelt werden, eben durch die Gebäude dort generiert werden und dann im Silo gespeichert werden mit dazu, sondern die müssen tatsächlich über die Harvest-Teile dann letztlich abgebaut werden. Weil das eine ja eher hier ist Collect Coins, das heißt, da ist egal, wo die Quelle herkommt, genauso wie hier Gather Magic, das heißt, die muss ich auch nur bekommen, die muss ich nicht über die Gebäude bekommen, die kann ich auch über die automatischen Produzenten dort einsammeln und mal sehen, also diese 1 Billion Ore, das sind so die Werte, aber ich glaube, da gibt es noch einen höheren Faktor, ich glaube, das geht noch bis T oder so, genau, also hier sind die Jahre, also bis Jahr 10 gibt es Errungenschaften, dass man das erreicht hat. Was dann nach Jahr 10 passiert, weiß ich nicht, ob man dann tatsächlich einfach die Jahre weiterzählt oder ob die dann stehen bleiben und man das Jahr 10 nicht mehr verlassen kann. So, das mit den Ressourcen wäre noch gar nicht mal das Schlimmste, weil es wird schon irgendwie zu schaffen sein, indem man da einfach durchgeht. Schwieriger ist eher die Speedhunting-Klicks und es bleibt leider nicht bei 100.000, sondern die gehen halt hier noch weiter. Genau, hier sind die 1 Billion. Für das Einsammeln. Dann sollen eben eine ganze Reihe an Buildings gemacht werden, was jetzt kein Problem ist, weil man kann sie ja jetzt abreißen. Das heißt, man könnte einfach ja, das in relativ kurzer Zeit voll bekommen. Das heißt, wenn man so viele von diesen Gelände kauft, dass man wegen 50 auf einmal bauen kann, die dann abreißt, dann müsste man das Spiel 100 Mal wiederholen. Dann hätte man auf jeden Fall seine 5000 Buildings zusammen. So, bei dem Port-Request, das dauert natürlich noch eine Weile, weil der natürlich auch immer wieder eine ganze Weile braucht, bis da durchgelaufen ist, wenn man dort den 10er-Paket gemacht hat. Aber auch das müsste man hier nur 500 Mal machen. So, hier kommen jetzt noch die Building-Requests dazu.
also 50 Millionen Building Request. Das heißt, hier müsste ich 5 Millionen Mal, also nicht eine Million, sondern 5 Millionen Mal Building Request erfüllen. So, dann kommen hier die Billionen und genau. Das heißt, mit 50 T, also 50 Millionen, Billionen, ja, ist nochmal die Frage, was dieser Exponent dann tatsächlich ist, wie weit man das machen müsste. Also die lassen sich noch einigermaßen einsammeln, weil die sich halt durch die Gebäude auch, also durch die automatischen Gebäude generieren lassen. Schwieriger wird es hier jetzt eben mit den Klicks. Genau, hier kommen die hohen Klicks, also 1 Million Klicks brauche ich für jedes von den Ressourcenfeldern. Das heißt, ich habe 5 verschiedene Ressourcen und muss halt 5 Millionen Klicks absolvieren. Und da kommt mir jetzt der Winter zu Hilfe. Also genau, ernten muss ich dann 50, also man nennt Millionen, Milliarden, Billiarden wahrscheinlich, 50 Billiarden Fische. Auf jeden Fall, egal wie hoch das jetzt tatsächlich im Detail ist, im Winter ist der Vorteil, während es in den anderen Seasons ja hier diesen Bonus gibt von 1 plus oder 2 plus für die Ernte, gibt es im Winter ein Plus und ein Minus. Das heißt, genau, da habe ich jetzt die negative Harvest Speed. Das heißt, ich habe einen Malus und somit würden mir die Klicks zumindest weniger Effekt haben. Und entsprechend habe ich mich jetzt hier für diese Season auch schon darauf vorbereitet. So, jetzt habe ich natürlich schon 750.000 Wood in dieser Season zumindest geerntet, weswegen dann der Bonus freigeschaltet wird. Und was ich hier nämlich diesmal vermieden habe, dass ich hier eine Beschleunigung habe. Das heißt, diese Boni habe ich nicht gekauft, dafür habe ich die Wood Drops und die Coins und so weiter hochgemacht, um natürlich auch den Gold-Bonus oder den Gold, das Goldeinkommen weiter zu steigern. Und dadurch eben möglichst die Strategie. So wird es relativ lange dauern, bis ein so ein Feld tatsächlich abgeerntet ist. Und damit natürlich den Vorteil bringen, ich könnte das Spiel einfach mal ein bisschen eine Weile alleine laufen lassen. Meinetwegen so 5 Minuten den Klicker laufen lassen und dann mal wieder vorbeischauen, um dann letztlich das Feld in Ordnung zu bringen, weil es muss ja dann erst mal schauen, wo ich das jetzt hier am schnellsten, wahrscheinlich schon bei dem hier, weil wenn das Feld abgeerntet ist, muss es ja erst plätten. Das heißt, da muss ich eine andere Option dann auswählen. Das heißt, kann ich nicht einfach so durchlaufen lassen und muss dann wieder den Wald auswählen, um letztlich wieder was zu aktivieren. Und das ist halt, was eben das schwierig macht. Genau, also so kommt jetzt erstmal das Flatten, das ich dann aktivieren muss. Und wenn das durchgelaufen ist, muss ich halt auswählen, dass wieder der Wald gebaut werden soll. Und ja, deswegen lassen sich diese Klick-Errungenschaften halt nicht so einfach durchlaufen lassen. Und keine Ahnung, ob jemand tatsächlich dann von Hand ohne so einen Autoklicker bereit ist, 5 Millionen Klicks da zu machen. Keine Ahnung, wie viele Klicks man pro Sekunde dann hinbekommt. Aber sagen wir mal, irgendjemand schafft 10 Klicks pro Sekunde. Das heißt, 5 Millionen Klicks durch 10 wären dann eben die 500.000 Sekunden und durch 3.600 hätte ich 139 Stunden. Naja, es ist also in Tagen schaffbar, wenn man das so schafft. Mal gucken, 139 durch 24, wenn man das am Stück machen will. Also in 6 Tagen könnte man es wahrscheinlich schaffen. Je nachdem, wenn man halt nur 5 Klicks, dann braucht man halt 12 Tage, um letztlich diese Errungenschaften tatsächlich manuell abzuschließen. Dafür ist mir aber meine Hand und meine Maus zu schade, als dass ich da wirklich so wild dann so lange drauf rumklicke. Also mal sehen. Da wäre natürlich interessant, wenn das Spiel dann meinetwegen auch gegen diese Ubis irgendwelche Art Autoklicker oder irgendwelche Automechanismen, um diese Klicks zu vervollständigen. Also hier kann ich dann eben auswählen, dass dann hier wieder Wood aktiviert wird. Irgendwie das Ganze zu aktivieren. Und ein anderer Effekt, also ihr habt jetzt schon gesehen, dass ich hier diese Consulors, also die halt die Boost für die Common Ressourcen, also das, was in den Gebäuden hergestellt wird, geben. Und deswegen lohnt es sich zum Beispiel nicht mehr, aus meiner Sicht, wirklich höherstufige Gebäude zu kaufen. Weil wozu soll ich mir die höheren Gebäudekosten antun,
weil es keinen größeren Vorteil davon gibt, weil ich habe nämlich inzwischen aufgrund dieser Gouverneursboni habe ich bereits hier 97.000. Ich kann ja mal testweise, stelle ich euch hier mal zwei Gebäude nebeneinander. Also einmal das Small House und einmal das Medium House. Und von hier aus machen wir auch mal noch den Small Inn als dritte Stufe. Und dann zeige ich euch, wie letztlich hier sich die Gouverneure auswirken. Und aus meiner Sicht zu einem ziemlichen Problem, weil wie ihr seht, also hier 95.091, also 95.091, 95.092 und 95.092 ebenfalls. Das heißt, die Grundwerte liegen meinetwegen jetzt bei 100 Population und hier bei 200 und hier bei 250 oder so. Das heißt, die Gouverneure geben einen so hohen Bonus, wenn ihr die erstmal aufgelevelt habt, dass es sich überhaupt nicht lohnt, höhere Gebäude zu machen. Weil ich kann jetzt hier mit diesem 10-fach-Request, kann ich halt letztlich von allen Gebäuden einen gleich hohen Wert bekommen. Und ihr habt gesehen, wie viel weniger Ressourcen und wie viel schneller auch diese Small Houses dann zur Verfügung stehen. Also da ist aus meiner Sicht also das, was diese Counselors jeweils an Bonus geben, unglaublich gigantisch. Also im Verhältnis ist es viel zu hoch und macht auch hier wieder die höheren Gebäude ziemlich sinnlos. Also deswegen, ich reiße die beiden mal wieder ab, weil wie gesagt, die werde ich nicht benutzen. Und den nehme ich auch mal weg, weil das jetzt entspricht nicht meiner Struktur, wie ich weiter bauen will. Ein anderer Punkt, der auch noch dazu gekommen ist, die City Hall ist jetzt schon bei Level 11.1169 und letztlich hier, die gibt auch den meisten Bonus für das Major Level. Die anderen Häuser habe ich nicht so weit angehoben, weil wozu? Ich habe mehr als genug Ressourcen für das, was ich bauen will, wenn ich was bauen wollte. Da ist halt eben die Frage, mich tatsächlich diesen Errungenschaften zu widmen, um diese zu vervollständigen, weil es sonst leider keine wirklichen Ziele gibt, etwas in dem Spiel zu verfolgen. Aber es, so ein bisschen kann ich auch das Spiel noch nicht beiseite legen und zu sagen, nee, die Errungenschaften sind mir zu umständlich und ich will die nicht haben. Also da habe ich mich noch nicht entschieden. Deswegen bleibt es erstmal noch dabei. Und ich werde weiterhin schauen, welche Wege ich jetzt tatsächlich finde, diese Klicker-Errungenschaften zu kriegen. Weil die anderen habe ich überhaupt kein Problem. Da kann ich einfach hier über die Zeit, je höher ich diese Dinger anhebe, desto mehr eben die jeweils pro Minute produzieren. Also vor allem die hier. Und auch mit den Kosten habe ich ja jetzt hier schon 4.000, 5.000 an Ressourcen, die ich hier mit einem Teil letztlich bekommen kann. Und das Ding, ich kann 8 Teile parallel bauen. Das heißt, da kommt schon einiges zusammen. Also 30.000 bis 40.000 Ressourcen pro Durchgang, was hier dann läuft, ist da schon immens. Und das kann ich ja eventuell dann im Sommer nochmal machen. Also deswegen, mir geht es jetzt erstmal hier im Winter darum, zu überlegen, diese Klicker-Sachen zu aktivieren und das Ressourcen-Gathering kann ich dann letztlich in der nächsten Season im Frühjahr irgendwo machen und dann tatsächlich das hier mit den schneller Harvesten dann pushen oder vielleicht kann ich das auch in der gleichen Season machen, weil ich baue es ja hier eh aus, dann muss ich in der nächsten nicht nach. Genau, jetzt habe ich schon 1 Million Ressourcen eingesammelt insgesamt, deswegen, das geht ziemlich schnell. Was eben hier zusammenkommt. Also deswegen, das Collecten von den Ressourcen selber sollte kein Problem sein. Das größte Manko ist für mich noch der Klicker, die mit diesen 1 Million Klicks dann doch relativ hoch sind. Und es dauert halt auch selbst mit dem Autoklicker ziemlich lange, weil die Autoklicks, das sieht man erst, wenn hier so eine Daily mit zum Beispiel diesen 2080 Klicks auftaucht, dass der nicht ganz so schnell ist, sondern dass der in einem überschaubaren Rahmen nur Klicken zulässt. So, hier seht ihr jetzt die nächsten Updates für die Consulars, was jetzt natürlich im Verhältnis nicht so große Updates gibt. So, genau, das ist jetzt der Gelddings, der hat deutlich höheren Bonus, aber auch da
Also die Boni, die Cancellors lohnen sich sehr. Also die solltet ihr auf jeden Fall am Anfang beachten, die hochzupushen. Dann könnt ihr euch die höheren, teuren Häuser sparen. Weil es gibt keine Errungenschaften, dass ihr wirklich teure Häuser baut. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es notwendig war, die zu bauen. Eventuell gab es noch eine Errungenschaft hier für das, für diese drei Wunder, für diese fünf Wunder, aber die könnt ihr eh nur einmal bauen. Und auch die bringen erstaunlich wenig Punkte, da hier leider nirgendwo angezeigt wird, um wie viele Punkte es hier tatsächlich gibt, lässt sich das natürlich auch schwer einschätzen, weil eigentlich ich habe hier so XP 600.000, also 1500 bis 2000 XP kommen hier pro Minute zusammen und es macht sich eigentlich kaum bemerkbar im Major Level. Deswegen schwer einzuordnen, während ich, wenn ich hier das mache, eben tatsächlich so ein Viertel von diesem Major Level tatsächlich zusammenkommt. Und deswegen eigentlich, wenn ihr die Major Level aufleveln wollt, ist eigentlich die City Hall komplett ausreichend. Die läuft am schnellsten wieder runter und kann dann einfach wieder gepusht werden. Das ist dann überhaupt kein Problem. Ja. Deswegen, also soweit zu Harvest Season und der weiteren Schwierigkeit eben, wie gelingt es, die vielen Errungenschaften tatsächlich zu bekommen, ohne sich und seine Hardware zu zerstören? Und ja, ansonsten leider eben zu wenig Motivation, wirklich das Spiel des Spieles Willens leider zu vervollständigen. Weil es dazu halt dann doch zu wenig zu erreichen gibt. Keine Sachen, die man gut ausbauen kann. Insbesondere auch, es ist schade, dass es keine Möglichkeit gibt, dass alles das, was man da anstellt, zu Skillpunkten führt. Weil wenn die Ressourcen hier irgendwie so einen Verbesserungsbaum ermöglicht hätten, dass man Holz investiert, um wiederum Holz zu machen oder um bestimmte Gebäude freizuschalten oder um die Blueprints, um da irgendwie eine Forschung zu aktivieren oder irgendwas in der Richtung. Also irgendwie, dass der Einsatz von diesen Sachen nicht alle irgendwie so nur als Selbstzweck irgendwie erscheinen. Also, mal sehen. Und vielleicht kommt ja nochmal ein Update mit irgendwelchen Elementen, dass sie hier nochmal nach der 1.3er-Version tatsächlich noch weitere Sachen ergänzen. Interessant wäre es. Also so ein Aufbauspiel interessiert mich schon, aber es braucht halt auch immer die Schwierigkeit, eine passende Motivationsspirale zu finden, die innerhalb des Spiels liegt und dann nicht nur außen durch Errungenschaften letztlich vorgegeben wird. Zumindest ist das für mich dann schwierig, weil so viel Variabilität, irgendwas hier zu bauen, ist halt auch nicht da. So ein Minecraft-Flexibilität ist halt auch nicht gegeben, dass ich halt irgendwas im Spiel wirklich anstellen könnte. Dazu ist es dann doch zu starr. Also, soweit für heute von Harvest Seasons.